Ja, mein Name ist Georg Schröder. Ich bin seit 1985 Priester, 63 Jahre alt und seit 2013 Pfarrer in Schmalenbech St. Alexander für den pastoralen Raum Schmalenbeches. Mein Name ist Ludger Fornholz. Ich bin 61 Jahre, bin hier im Pastoralverbund Schmalenbech-Eslohe und bin seit 2017 hier und 1987 zum Priester geweiht worden. Gute Frage, weil es ist ein sehr vielfältiger Beruf und meine Aufgabe oder erstmal priesterliche Aufgabe als erstes ist für mich Gottesdienste, Sakramente, also dazu gehören Beerdigen, Taufen, Menschen begleiten bei diesen ganzen Sachen. Und als Pfarrer habe ich noch Verwaltungsaufgaben, aber mehr so im kommunikativen Bereich. Das heißt, eine Dienstbesprechung zu leiten mit den Hauptamtlichen und zu sehen, ich sage jetzt mal, dass der Laden läuft. Das sind so zwei. Ja, habe ich. Das ist einmal die Schule, die ich sehr gerne mache, die persönliche Begleitung von Menschen, dann die Begleitung von Trauernden, weil wir auch ziemlich viele Beerdigungen haben und auch, sagen wir mal, von Leuten, die Lebensentwürfe besprechen wollen, Krankenbesuche. Im Gegensatz zu Georg ist bei mir die Verwaltung nicht mehr. Ich habe also die reine Seelsorge. Und ich habe das auch überlegt, was macht ein Priester den ganzen Tag sehr viel? Und doch ist das nicht immer sichtbar. Es ist also, ich würde mal sagen, es ist vieles im Hintergrundbereich, weil es eben Dinge betrifft, die sehr persönlich für Menschen sind und die auch nicht nach außen gehören. Ja, wenn nachts einer anruft und sich das Leben nehmen will, dann ist eben da die Zeit außerhalb einer Arbeitszeit, die es nicht gibt, eben da. Im Grunde genommen ist man immer im Bereitschaftsdienst, wenn man so will. Lästige Pflichtaufgaben, ja. Es ist manches, kommt einfach plötzlich und unerwartet. Zum Beispiel eine Beerdigung, die ist dann aber zwar bricht mitten rein, aber die ist nicht lästig. Das ist eine wichtige Aufgabe. Also da immer wieder drauf einzugehen auf Dinge, die nicht planbar sind. Und für mich ein zweiter Punkt, was ich schwierig finde, wenn es Konflikte gibt, die zu besprechen und zu bereden. Ja, mein Golgotha ist der Schreibtisch. Das war immer schon so, wenn ich Dinge ausarbeiten muss, vor allem wenn es damals verwaltungsmäßige Dinge waren. Kreative Schöpfung, sagen wir mal, Predigt entwerfen, das ist schön, aber es gibt ja darüber hinaus auch immer noch Dinge, die man auch als Pastor, wenn man keine Verwaltung hat, organisieren muss und das ist dann manchmal recht schwierig. Ja, predigen und auch Menschen in ihren Lebenssituationen zu begleiten. Und Schule. Das macht mir auch Spaß. Ja. Ja, das ist die Lebendigkeit. Also mein erster Pastor hat immer gesagt, ich gehe gerne in die Schule, weil da kein Telefon mich stören kann. Also da kann ich konzentriert arbeiten und das empfinde ich genauso. Und es ist einfach bereichernd mit den Lehrerinnen im Kollegium oder eben mit den Schülern sich auszutauschen und andere Lebenswelten auch kennenzulernen. Ja, man merkt an den Schülern und an den Lehrern, wie die Zeit sich geändert hat zu unserer Zeit und welche neuen Herausforderungen kommen. Ja, an dem, dass die Kinder auch nach langer Zeit mich auf der Straße wiedererkennen und grüßen. Es ist mir jetzt vor kurzem passiert, kam ich abends aus dem Rewe und da brüllte so eine Schar Fornholz und ich habe die gar nicht so im Dunkeln erkannt, aber dachte, aha, das sind welche von früher. Und das finde ich immer schön. Anderen Erfolg kann man schlecht messen, ob da jetzt Glaube gestärkt ist. Aber die Tatsache, dass sich Schülerinnen und Schüler auch noch aus langer Zeit, meinetwegen aus Attendorn, melden, wenn sie Probleme haben, ja, finde ich, ist ein guter Indikator dafür, dass nicht alles umsonst war. Ja,
über die Medien, also wie nennt sich Social Media, Facebook und Instagram. Und sehr beeindruckt hat mich damals ein junger Vater, dessen Kind nach Siegen musste, weil er Notfall hatte und mir dann schrieb, ich habe lange Zeit zur Kirche keinen Kontakt mehr. Sie fielen mir ein, können Sie für mein Kind beten? Und daraus hat sich dann eine längere Begleitung ergeben, bis dann hinterher das Kind wieder gesund war. Und dann riss es natürlich auch wieder ab. Das darf es natürlich auch. Ja, das kommt auf die Leute an. Wenn die wollen, dass ich sie anrufe, tue ich das. Manchmal wollen die aber auch nur eben über Schreiben diesen Kontakt halten. Interessant ist auch, dass manche, erinnere ich mich so an 2, 3, die mir mal geschrieben haben, Herr Pastor, ich muss mal mit Ihnen sprechen, aber wenn wir dann auf der Straße uns sehen, grüßen Sie mich nicht. Ich möchte nicht, dass die Leute wissen, dass ich mit der Kirche Kontakt habe. Und ist schon ein paar Jahre her, wo das war, aber das fand ich schon ganz beeindruckend. Ja. Hat sich ergeben. Ja. Ja, das, ich glaube auch, dass das ein Feld ist, das jetzt neu aufploppt. Ja, also mehr als vielleicht dieses an der Tür schälen oder so. Weil die Hemmschwelle ist geringer und es ist unverbindlicher. Die hören dann einfach auf. Einer war da zum Beispiel, der hat in der Corona-Zeit mich angechattet und dann rief er hinterher auch an. Plötzlich brach der Kontakt ab. Ich wusste nicht, was passiert war, hatte die schlimmsten Befürchtungen und war froh, dass er sich hinterher nochmal meldete. Ja. Und das ist aber alles geschehen über Facebook, als dass der mich wiedergefunden hatte. Ja, gut, ich sage mal, für mich ist, was ich gerne mache, Gottesdienste feiern, wenn ich spüre, ein Gottesdienst in Anführungsstrichen gelingt. Also ich merke, die Leute sind dabei, hören zu und das ist was Gemeinsames. Das ist das, was mir, wo ich gerne auch drüber spreche oder wo ich Erfahrungen sammle. Oder ich sag mal, wenn Leute eine positive Rückmeldung geben, bin ich dankbar und merke, dass das, was ich getan habe, hat was gebracht. Ja. Also ich bin dankbar für jede Rückmeldung. Natürlich sind kritische, die gehen natürlich sofort ganz tief rein, weil dann denke ich, was hast du gesagt, wie war das Ganze? Also, dass ich mich dann selber nochmal wieder überprüfe, kontrolliere, was hast du da gesagt oder wie hast du etwas gesagt? Wobei ich auch die Erfahrung mache, dass eine Predigt bei den Teilnehmern ganz unterschiedlich auch ankommt. Die einen hören dies, die anderen hören das. Also, dass ich dann das auch wieder relativiere. Aber jede Rückmeldung ist erstmal wertvoll. Weil die Leute sich eigentlich selten auch überwinden, eine Rückmeldung zu geben. Also für mich ist dann wichtig, also es sind ja dann die Gespräche, die man führt, erstmal da sein, zuhören und gucken, ja, es muss wie geregelt werden, dass man versucht, Brücken zu bauen, dass das Ganze klappt, dass zum Beispiel eine Trauerfeier so ist, dass die Leute ja da sich selber drin wiederfinden mit ihrer Trauer, aber das meiste ist erstmal aushalten. Und ich sag mal, es ist schon eine gewisse professionelle Distanz auch nötig. Ich kann nicht mit jedem sterben. Ja, natürlich Mitleid wird auch sichtbar, aber auch mit einer, ja, ich sag mal, ein Stück Distanz. Sonst kann man das nicht alles aushalten. Ja, also mir ist erstmal wichtig, wenn die Angehörigen kommen, dass eine Atmosphäre da ist, die erstmal diese Schranke zu einem Priester abbaut. Ja, dass die den Mut haben zu sprechen. Und ich glaube auch, das ist eines der wichtigen Aufgaben, die wir haben, die Leute ins Sprechen zu bringen über das, was sie bewegt. Und wie Georg auch sagt, zuzuhören. Bei mir ist das mit dem Mitleiden ein bisschen anders. Da merke ich schon, dass mich vieles auch sehr persönlich berührt, weil immer ein einzigartiger Mensch stirbt. Und das bringe ich in den Kondolenzgesprächen auch zu Wort, indem ich ihnen sage, seien Sie nicht böse, wenn ich Sie während der Predigt nicht anschaue.
Ich brauche diese Distanz, um nicht, wenn sie weinen, da berührt zu werden. Es kann aber durchaus passieren, das sage ich dann auch immer, vor allem wenn es Kinder sind oder Menschen, die man selbst gut kannte, dass man weint. Ich erinnere mich an eine Beerdigung eines 11-jährigen Messdieners, an dem ich am Grab genauso geweint habe wie alle anderen auch. Und in Attendorn habe ich sehr viele Jugendliche und Kinder beerdigt, die ich kannte. Und das ist mir immer nahegegangen. Aber das darf auch sein. Also dafür schäme ich mich nicht, weil ich es einfach für wichtig halte, dass das nicht, unsere Beerdigungsdienste nicht ein professionelles Geschäft werden. Also ich denke, dass die Leute sehr schnell merken, ob man auf sie zukommt nach dem Motto, sie sind jetzt Termin 3 Uhr und um 14.30 Uhr leiern wir jetzt die ganzen Gebete runter und dann ist der Kohl gegessen. Deswegen denke ich, wirst du das auch tun, das glaube ich von uns beiden, dass wir die Ideen, die die Leute haben, die Wünsche auch der persönlichen Gestaltung einer Begräbnisfeier mit aufnehmen. Und da tritt für mich dann auch manchmal in den Hintergrund, ob jetzt ein Lied ganz fromm ist, ja. Wenn es das Lied war, das die Eheleute begleitet haben in ihrem Leben, dann darf das auch in der Kirche gespielt werden, ja. Damit nicht das Begräbnis etwas für sie aufgepfropftes Fremdes ist, sondern sie müssen mit drin sein. Und wenn einem das gelingt, ist das sehr schön, wenn die dann hinterher nochmal anrufen und sagen, Pastor, es hat uns sehr berührt und alle Ängste, die wir vorher hatten, die bei so einem Begräbnisfeier da sind, waren unnötig. Das freut mich dann sehr. Ja. Weder das eine noch das andere. Na, es kommt auf den Menschen an, dass ich einfach rauskriege, was ist das für ein Mensch, was ist denn wichtig, wie lebt der, betet der, dass ich das dann rauskriege sozusagen. Und ob ich dann das Wort Gott in den Mund nehme, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also ich sage mal, wobei bei einem Kondolenzgespräch, Trauergespräch, bei den allermeisten bete ich auch zusammen mit denen, Vater Unser, ja, um einfach, ja, dann kommt Gott ins Spiel durch das Gebet. Und das ist etwas Vertrautes auch für, ich sag mal, Leute, die nicht so fromm sind. Vater Unser kann jeder. Und wenn man das betet, da kommt nochmal die Trauer raus. Und dann spüre ich, ja, Gott ist da. Natürlich. Ja, ist mir sogar sehr wichtig. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich wusste, dass sie aus der Kirche ausgetreten sind und wo ich mich angeboten habe. Dann bin ich natürlich nicht in Talar und Rochette. Das will ich denen dann nicht, das wollen die ja auch nicht. Aber versuche auf diese Weise zu zeigen, dass Kirche auch dann da ist, wenn keine Voraussetzungen in Anführungsstriche für so eine Feier da sind. Also ich tue mich ganz schwer, Bedingungen zu stellen, sowohl bei Taufe als auch bei Trauungen, die als Vorbedingung für diese Sakramente gelten. Das heißt nicht, dass man das verschleudert, sondern wenn ich merke, da sind zwei, die wollen heiraten und können mit der Kirche nicht zurecht, da ist die Mindestanforderung, dass sie da sind, weil sie glauben, dass Gott ihr Weg begleitet. Ja, also ich habe immer im Kirchenrecht hatten wir Girosa war es, glaube ich. Der hat immer gesagt, sie müssen bei allen Sakramenten ein weites Herz haben, außer bei der Trauung, denn das ist unauflöslich. Aber auch da muss man, denke ich, entgegenkommen sein, damit die Leute nicht das Gefühl haben. Wenn einer gestorben ist, aus der Kirche ausgetreten ist, wir haben ja auch bei uns gesagt, es geht dann um die Angehörigen. Genau. Wenn die dann zu uns kommen und seelsorglich begleitet werden wollen, also jetzt seelsorglich, und die auch das in ihrem Glauben feiern wollen, dann begleiten wir die natürlich. Dann muss man das natürlich so machen, dass das auch wieder stimmig ist. Der Kirchenaustritt ist ein Fakt. Den kann ich auch nicht einfach wegtun. Aber es geht dann um die Angehörigen. Einfach nur da sein. Also für mich ist Anbetung, und ich glaube, so kann man es auch beschreiben, sich vor den Tabernakel zu setzen und einfach nur da sein.
Also so habe ich das immer und empfinde das heute noch so. Mir fällt es schwer, wenn Anbetungen gestaltet sind. Wenn also ein Text nach dem nächsten kommt und ein Lied nach dem nächsten und dann hier wieder was und da wieder was. Ich liebe da die Stille und dann warte ich darauf, lieber Gott, wenn du mich ansprechen willst, tu das. Wenn nicht, dann haben wir beide mal hier gesessen und uns geguckt. Und das ist für mich Anbetung. Wie gesagt, also ich tue mich schwer mit Gestalteten. Das ist für viele eine Hilfe. Ich kann's, also es geht ja um meine private Geschichte. Also ich brauche da die Stille. Sehe ich genauso. Also einfach ja da sein vor Gott oder im Bewusstsein Gottes, dass er da ist. Und das ist auch nicht nur jetzt bei einer offiziellen Anbetung in der Kirche oder so. Es kann auch anders sein. Oder für mich ist so ein Punkt dann auch die Kommunion, wo ich sag mal, so ein Punkt immer, wo ich mich fallen lassen kann. Weil ich das Bewusstsein habe, dass Gott da ist. Ob ich was spüre, ist eine andere Frage. Da habe ich nicht so mit mehr so einen Kopf mehr. Da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn da die tollsten Erfahrungen erzählt werden. Das ist aber was ganz Persönliches. Das kann ich keinem absprechen, aber ich kann nicht, wenn andere Erfahrungen machen, die können nicht verlangen, dass ich dieselben Erfahrungen mache. Jeder macht seine Erfahrung. Würde ich voll unterschreiben. Das Bewusstsein zu haben, ja, es gibt noch mehr als alles, so drücke ich das dann immer aus, dass Gott in unserem Leben irgendwie da ist. Also ich brauche keine Ereignisse. Ja, also ich brauche keine, jetzt bitte nicht falsch verstehen, festlichen Hochämter. Mir reicht der Werktagsgottesdienst, der ganz normal abläuft und der mir die Möglichkeit gibt, dass ich jetzt nicht groß aktiv werden muss, sondern mich einfach fallen lassen kann. Und ich würde das auch mit den Gefühlen so sagen. Als ich jünger war, dachte man immer, da muss jetzt aber mal irgendwas passieren. Heute würde ich sagen, Gefühl ist eine körperliche Reaktion, aber das Geistliche, das ist relativ. Kann natürlich sein, aber muss nicht sein. Oder manchmal, ich sag mal, im Nachhinein sehe ich das dann so, ja, hier muss irgendwie Gott da gewesen sein. Es kann auch bei einem Gespräch stattgefunden haben. Also erstmal, auf jeden Fall habe ich wenigstens eine 6-Tage-Woche. Ja, also Montag ist an sich frei, wobei das auch oft genug tangiert ist mit irgendwelchen Diensten. Ich habe meine Zeit lang die Stunden gezählt. Ich komme auf meine Stunden auf jeden Fall über 40, manchmal 50, manchmal auch noch mehr. Also es ist schwer zu zählen, was ist Dienst und was ist kein Dienst. Ja, also es ist immer irgendwie, bin ich im Dienst. Ich erinnere mich an eine Definition, die wir in der Hauptschule gelernt haben. Arbeit von Arbeit, Mühsal und Last. Wenn ich jetzt überlege, was ist Mühsal und Last, würde ich sagen, nichts, weil ich mein Hobby zum Beruf habe. Es ist mein absoluter Traumberuf. Das Problem, was da ist, ist mehr die Erschöpfung. Ja, also es ist so wie beim Marzipanessen, wenn man das gerne macht, irgendwann wird es einem schlecht. Und da muss man sicherlich als Priester Selbstdisziplin üben, um den Bogen nicht zu überspannen, bevor der Körper sich meldet. Denn man hat ja keine geregelten Arbeitszeiten von 6 bis was weiß ich, sondern man muss immer darauf gefasst sein, dass plötzlich ein Anruf im Altenheim kommt oder nachts um 2:30 jemand im Sterben liegt und die Leute Hilfe brauchen. Da ist dann schon so eine Daueranspannung da. Und was ich auch schwierig finde, ist, dass viele Leute Ansprüche haben, als wenn man der liebe Gott wäre. Also der Priester muss immer erreichbar sein. Und wenn ich da zu Hause gestellt habe und er ist nicht da, dann macht er nicht auf. Ja, da wird dann nicht gesagt, es kann ja sein, dass er woanders ist oder dass er auch Ruhe braucht. Das haben die Leute nicht so auf dem Schirm. Können sie wahrscheinlich auch nicht, weil sie in dieser Lebenssituation nicht sind. Ich war ja nicht nur immer Priester, also war ja auch mal Messdiener. Und da haben wir über unseren Pastor auch anders gedacht, als ich heute über diesen Beruf denke, weil man eben diesen Einblick nicht hat, was das bedeutet, sich zur Verfügung zu stellen für andere.
Nochmal zu diesem Stichwort Erreichbarkeit, weil das ist oft so ein neuralgischer Punkt. Der Pastor ist nie erreichbar oder der ist wieder weg und dann hat er auch Urlaub und was weiß ich nicht alle. Ich sage, ich bin erreichbar an sich, aber nicht für jeden und jederzeit. Es gibt Leute, die haben halt die Handynummer und andere nicht. Ja, aber für dringende Sachen bin ich erreichbar. Also so versuche ich das damit klarzukommen, um aus dieser Spannung auch mal rauszukommen. Wir sind ja auch nicht Gott. Nee. Also das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge, die ein Priester, wenn er mit Leidenschaft arbeitet, akzeptieren muss, dass er nicht die Allgegenwart beanspruchen kann, die Gott hat. Und, das fand ich mal sehr schön, da gab es einen Pfarrer in einer meiner ersten Gemeinden, da fuhren wir mit dem Bus durch seine Pfarrei und dann sagte er, guckt euch um, alles Erlöste, ich brauche nichts mehr machen. Und wir haben alle gelacht, aber da war was dran. Ja, das Wesentliche tut Gott. Der hatte zum Beispiel auf seinem Anrufbeantworter, wenn er im Urlaub war, ich bin im Moment nicht erreichbar, in Notfällen wenden Sie sich bitte direkt an den lieben Gott. Gut, das war dann wahrscheinlich nicht immer für alle das Ideale, aber dahinter steckte der Glaube, das Wesentliche macht er. Wir sind dann erreichbar, wenn man als Mensch erreichbar sein kann, aber nicht allgegenwärtig. Ja, da hast du den Richtigen gefragt. Also ich habe keine Hobbys, weil mein Hobby war immer Beruf. Also ich erhole mich, wenn ich lese. Also ich lese auch theologisch sehr gerne und kann mich auf diese Weise zurückziehen oder einen Krimi mal zu gucken oder in Stille zu sein. Aber ich bin jetzt keiner, der ein Hobby hat. Man sagt mir zwar immer, ja, das muss man haben, aber ich habe keine. Und es ist halt so. Ja. Vor 2 oder 3 Jahren. Ja, auf Sylt. Mit einer Familie, die ich gut kenne, aus Bielefeld, waren wir da zusammen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Aber da, das war so der letzte Urlaub, ja. Aber ich vermisse das jetzt auch insofern nicht, weil ich brauche zwischendurch Zeiten zum Ausspannen, ja, also, und dann freue ich mich aber auch wieder, wenn ich was tun darf. Das ist nicht unbedingt nachahmenswert, sei gleich dabei, ja, also. Weil du ja Urlaub auch einträgst in den unseren Kalender. Ja, ich trage es ein und bin da. Ja. Nein, ich fühle mich immer an so ein bisschen mit Papst Franziskus verbunden, der das ja ähnlich macht, ja. Der also nie Urlaub nimmt, der bleibt zu Hause und das regt wahrscheinlich auch einige auf. Aber er ist halt so. Es gibt eben Menschen, die haben da eine andere Form. Wobei, wie gesagt, Urlaub ich für wichtig halte. Und wenn ich das dann auch mal mache, sagen wir ein paar Tage im Kloster oder so, spüre ich, wie gut mir das tut. Aber ich bin nicht so ein Reisefan. Das, vielleicht bin ich der Sauerländer, weiß ich nicht. Da sind wir unterschiedlich. Sehr. Ja, ja. Ich bin auch aus dem Sauerland. Aber da haben wir verreise gerne mal auch. Ja, auf jeden Fall einfach aus dem System mal rauszukommen. Einfach anders, einfach leben zu können. Ja, mehr ja, mich selber oder mit anderen etwas zu tun, was ich sonst eben nicht so mache. Gemeinschaft zu erleben oder auch alleine in Urlaub zu fahren, tut mir auch gut. Ohne Termine. Ja, was lesen, spazieren. Also das ist für mich dann auch ausgegangen. Ja. Aber da unterscheiden wir uns. Ja, vielleicht ja, zur Ergänzung. Also ich habe gute Freunde, die mich besuchen und die reißen mich dann auch raus. Jetzt so im November kommt wieder jemand und dann fahren wir dann auch schon mal weg. Aber wie gesagt, nie lange. Also einen Tag oder so. Und dann. Aber das ist ja nicht schlimm. Jeder... Ja. Also ich wäre nicht so konzentriert dann auf diesen Beruf. Das muss ich oder der ganze Tagesablauf wäre anders. Natürlich ginge beides, aber es wäre anders. Ich wäre ja nicht so auf das fixiert, auf diesen Beruf. So sehe ich das. Also ja. Es wäre für mich sogar schwierig, auf Dauer jemanden an meiner Seite leben zu lassen. Weil ja dieser Beruf oder diese Leidenschaft mich so stark in Beschlag nimmt, dass die Beziehung darunter leiden würde. Ich merke das immer, wenn mich Leute besuchen,
Das ist immer schön. Und dann ist aber auch wieder gut, wenn ich mich voll in die Arbeit stürzen kann. Und ich sehe das so ein bisschen als Zeichen auch von Berufung, dass man für etwas brennt und dass man merkt, wenn ich jetzt jemanden an meiner Seite hätte, was als junger Vikar der Wunsch viel stärker war, das ist wahrscheinlich auch Natur gegeben, das wäre schwierig auf Dauer. Ich glaube, ich wäre schon ein paar Mal geschieden. Ich hatte einen guten evangelischen Mitbruder in Bielefeld, der dreimal geschieden war und der mit mir die Jugendarbeiter gemacht hat, ökumenisch. Den habe ich dann mal gefragt, was er denn seinen Leuten zur Ehe sagt. Dann sagte er, ich sage da gar nichts zu, weil das bei mir nie klappt. Und das fand ich dann so gut und muss oft dran denken, wenn ich dann mal drüber nachdenke, wie wäre das denn wohl bei dir, ja? Das Thema ist sehr individuell. Ja. Das würde ich sehr individuell lösen. Also es gibt mit Sicherheit Priester, die gerne verheiratet wären, ja, und deswegen ja auch aus dem Beruf rausgegangen sind, aus meinem Kurs einige, ja. Die wären noch Priester, wenn sie heiraten dürfen. Und das finde ich schade, dass das nicht geht. Ja. Ja, ganz klar. Es ist ja so, manches merkt man ja auch erst im Laufe der Zeit. Also was Zölibat heißt, weiß man theoretisch, wenn man im Konvikt ist, vielleicht auch ein Stück weit existenziell. Aber wie das dann im Alltag ist, wenn man also wirklich so die ganzen Konflikte, Herausforderungen, Terminfragen und das ständig gefordert sein, wo man dann sicherlich, ich sag mal, als junger Vikar hätte ich mir das eher vorstellen können. Aber im Letzten ist dann immer bei allen Überlegungen, die ich hatte, dabei rausgekommen, nee, das ist so, wie es jetzt ist, das Richtige für mich, nicht für andere, also. Wobei das, ich sag mal, alleine leben in einem Haushalt mittlerweile ja in Deutschland, glaube ich, die Mehrheitshaushalte sind. Ja, also es ist nichts Unnormales. Ich koche nicht selber. Ja, also gut, ich mache mir mal Kleinigkeiten, aber es gibt super Fertiggerichte. Und ich wundere mich immer, dass die Leute so eine Sorge haben, wie ein Priester sich ernährt. Da fragt man keinen anderen Menschen drüber. Das liegt vielleicht an deiner Figur. Bei mir stellen sich diese Fragen noch schon weniger. Also wenn ich überhaupt mal was mache, verstecke ich es unter Käse. Also überbacken. Ja, ja. Also, ja. Aber das Rote Kreuz hilft mir dabei. Ja, die kommen mittags und bringen mir das Essen. Ich wäre Lehrer geworden. Das hatte ich aber erst vor. Für Religion und Chemie wollte ich machen. Es waren Mangelfächer damals, Ende der 70er Jahre, damit man eine Stelle kriegte. Ja. WDR 1 und Deutschlandfunk und WDR 5. Das sind so die drei, die ich 1 live. Genau. Ah, okay. Ja. Das ist ich mache selber irgendwas über mein Handy, Musik, unterschiedlichste Art oder Hör-CDs, also Hörbücher. Beides. Also an sich, wir hatten zwar ein Vikar, aber ich würde den nicht als Idol hinstellen. Würde ich genauso beschreiben wie du. Nein, also da habe ich früher schon mal öfter, ich habe in dem Sinne keine Idole da gehabt. Das Vorbeispiele, wie priesterliches Leben sein kann, aber nicht, dass man das in dem Sinne jetzt kopieren will, das nicht. Nein. Wüsste ich auch nicht. Das, was ich anhabe. Ja, es ist so, ich trage normalerweise Priesterkleidung, weil das einfach praktisch ist. Man greift den Schrank und fertig. Aber ab und zu brauche ich Farbe und deswegen habe ich auch unterschiedliche Farbpullover. Und für mich ziehe ich das dann auch gerne mal an. Also man darf das nicht, sag mal, das Priesterkleidung als junger Vikar war man natürlich dann nochmal ganz anders unterwegs, aber das verliert hinterher irgendwie so eine Zwangsform oder so etwas, ja. Also ich bin Befürworter dieser Kleidung, weil es einfach, ich oft gemerkt habe, ein Beispiel, ich war beim Einkaufen und im Supermarkt spricht mich jemand an, ob ich Priester bin, und als ich das bejaht habe, hat er mich zur Beichte gebeten. Dann sind wir hinter den Supermarkt gegangen und ich habe ihm die Beichte abgenommen. Und solche Begegnungen
war das öfter, jetzt vor kurzem sogar noch. Deswegen finde ich das sehr, sehr praktisch. Aber man darf auch mal das anziehen. Ich würde jetzt nicht gerade ein Hawaii-Hemd zur Krankensalbung anziehen, aber... Das kommt immer auf den Anlass genau. an. Vielleicht muss dem Anlass entsprechend gekleidet sein. Wobei ich mit dem Collar, muss ich auch ehrlich sagen, etwas Störungsgefühle in den letzten Jahren gekriegt habe, durch diese ganze Sache mit Klerikalismus und so weiter. Und für mich ist die Frage, muss ich mich als Kleriker darstellen oder nicht? Und da bin ich, das ist aber meine persönliche Geschichte, da habe ich zurzeit also Probleme, muss ich ehrlich sagen, aber dem anders entsprechend gekleidet sein. Das heißt, manchmal muss ich Priesterkleidung tragen, einfach berufsmäßig, aber nicht unbedingt so häufig. Und Lieblingskleidungsstück ist ein Sweatshirt. Ja. Eins ist mir die letzten Tage in dem Zusammenhang im Fernsehen unter die Füße gekommen. Da wurde eine Frau, ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war, es war eine Muslima, wurde gefragt, warum trägst du ein Kopftuch? Das war irgendwie so eine Sendung. Und dann hat die einen Satz gesagt, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Da hat sie gesagt, ich trage das Kopftuch, weil es mich an etwas Größeres erinnert. Und weil ich, da dachte ich, ja, es ist genau das Gleiche. Ja, also dass sich Erinnern einem Größeren zugehörig sein, wie Ehering oder sonst was. Schwierig, da gebe ich Georg allerdings recht, ist es wirklich in einem, wenn man einkaufen geht und die Leute sehen, da ist ein Priester und man sieht auch die Blicke, die natürlich durch die ganze Kindesmissbrauchsdiskussion da ist. Das ist auch einer von diesen. Ja, so dieses Abschätzen. Das muss man natürlich dann aushalten, ja. Sag mal, und so in Schmalenberg oder jetzt hier in der Umgebung, das Gesicht ist bekannt, die kennen mich. Also die meisten zumindest. Und die anderen werden mich kennenlernen. Das hat der Kirche einen Knacks gegeben. Die Folgen, glaube ich, haben wir noch nicht im Blick. Also das hat Nachwirkungen ganz großer Art. Also nicht nur das Stichwort Kirchenaustritte, die wir haben, sondern auch innerkirchlich. Es wird ja kaum noch einer Priester. Und ich sag mal, wenn ich 1978 das alles gewusst hätte, ich weiß nicht, ob ich Priester geworden wäre. Also ich bin ja heute sehr unsicher geworden. Ich mache meinen Beruf gerne und so weiter. Aber diese Geschichte, dass gerade das unter Klerikern so passiert ist, natürlich passiert das auch woanders, aber Priester haben einen Anspruch, beziehungsweise Kirche haben einen Anspruch. Dass das da so passieren konnte, das ist für mich unbegreiflich. Ich kann mich noch erinnern, als das aufkam an dem Morgen und ich meinen Collar anzog und es zum ersten Mal in meinem Leben nicht wollte, wo ich innerlich gemerkt habe, ich schäme mich für das, was da gewesen ist. Und gut, ich habe mich dann so entschieden, dass ich gesagt habe, du kannst nicht nur in guten Tagen zur Kirche stehen. Es gibt auch die anderen Tage. Das ist das Kreuz, das du jetzt tragen musst. Es ist unfassbar. Ja, ich habe heute Morgen noch einen Bericht gelesen über einen Bischof, was der gemacht hat in Frankreich. Also es ist wirklich, macht einen sprachlos und ja, kostet auch Kraft, das auszuhalten. Man weiß zwar, dass es, ich meine, du wirst es auch wissen, Missbrauch hat es in Familien überall gegeben. Das haben wir auch als Priester mitgekriegt. Auch als junger Vikar in den Klassen, die ich hatte, war auch ein Junge, der missbraucht worden ist, wo ich das aber erst später mitbekommen habe durch seinen eigenen Vater. Aber ich habe mir nicht vorstellen können, in welchem Ausmaß, ja, also nicht, dass die Tatsachen gibt es ja überall, aber das Ausmaß, finde ich, Und eben, dass es so schwer ist für uns zu lernen, den Blick der Opfer wahrzunehmen. Also auch mit den Opferaugen das zu sehen. Wir gucken immer nur auch aus unserer Sicht. Ja. Aber was da an Menschen Leid zugefügt wurde und wie schwer die es jetzt haben, dass das aufgearbeitet wird, das ist auch nochmal sehr fragwürdig. Menschliche Nähe. Ich glaube wirklich, unsere Bischöfe, gut, das ist jetzt immer die allgemeine Forderung, müssen mehr
Kontakt mit den Menschen haben. Und zwar auch in Konflikten. Und nicht die tollsten Berater alle vorschicken und dann macht mal, sondern selbst in die Niederungen rapsteigen. Das finde ich an Franziskus so gut, ja, diesen Stallgeruch der Herde. Das wünschte ich mir. Da müssten natürlich beschädigt, kann man schnell beschädigt werden als Bischof. Aber das ist wichtig für die Leute, dass sie merken, er interessiert sich für uns. Gut, wir haben Präventionsarbeit, dass wir da diese entsprechenden Kurse anbieten und so weiter für alle. Wir Hauptamtlichen haben alle 5 Jahre eine eintägige Präventionsschulung. Also, dass man den Blick schärft. Ja? Verhindern wird es keiner können, aber einen Blick schärfen und auch zu den Dingen stehen, die passiert sind. Ja. Auch in unseren Breiten hier, dass wir das nicht unter den Tisch, unter den Teppich kehren, dass hier bei uns ja auch Missbrauch passiert ist. Jeder Mensch ist willkommen und das muss die Kirche lernen. Jede Art von Mensch ist willkommen. Das unterschreibe ich. Ja, und das müssen wir lernen, damit umzugehen. Und die letztes Jahr, diese Geschichte Out in Church, hat ja das ganz toll auf den Punkt gebracht, was Kirche ändern muss. Jetzt wird das Arbeitsrecht mit verändert und wir müssen eine Atmosphäre schaffen, dass nicht wir Leute ausschließen, sondern dass jeder willkommen ist. Und zwar bei allen Sakramenten und so weiter. Ich persönlich habe da kein Problem mit. Ich habe lange darüber auch, man kann da theologisch viel drüber nachlesen und so weiter. Sogar ein Bischof hat mir gesagt, theologisch spricht da nichts gegen, aber der sagt das öffentlich nicht. Ja? Von daher, auch da müssen wir dran. Schritt für Schritt, synodaler Weg und so weiter. Also das ist meiner Sicht. Ja. Ich sehe das so, wenn die Kirche das machen würde, also akzeptieren würde, theologisch auf, hätte ich da keine Probleme mit. Es wird für mich nur dann problematisch, wenn das separiert würde, dass man sagt, ja, in Deutschland wird das so sein und woanders nicht. Also die Einheit dieser Entscheidung, das wäre mir schon wichtig. Ja, wenn muss es für die ganze Kirche gehen. Ja, natürlich. Ja, und es muss theologisch aufgearbeitet werden. Im Moment sehe ich da persönlich nicht so große Chancen, weil da schon Flöcke eingeschlagen worden sind durch Päpste. Und ich fände es interessant, wie man die dann verändern wollte, ohne, sagen wir mal, die Argumentation der immer so gelehrten Weise auszuhebeln. Ich komme jetzt nicht, wie man das begrifflich fassen kann, aber wenn das kirchlich möglich, also möglich ist, ist ja klar. Also wenn die Kirche sich dafür entscheidet, ist das so. Die Gesamtheit ist wichtig für mich, weil sonst ist das eine Riesenproblematik. Ja, werden die Leute ausgespielt und deswegen, da muss die Kirche, sie ringt jetzt, ja, das wird also noch eine ganze Weile so gehen und ich weiß nicht, ob ich das Ergebnis erleben werde, aber es hat immer in der Kirche dieses Ringen gegeben, wir erinnern uns an Konzilien, wo dann die Fischfrauen sich die Fische um die Ohren geschlagen haben für irgendwelche Dogmen, die sie anders sahen. Und das muss man als Kirche auch aushalten. Ja. Und ich habe da auch meine Meinung zu in manchen Dingen, aber finde trotzdem wichtig, dass gesprochen wird darüber, und zwar offen und ehrlich. Weil man merkt ja, dieser ganze Stau, der zum synodalen Prozess geführt hat, das ist ja nicht erst seit dem Beginn, sondern das war auch vor dem Missbrauchsfall schon thematisiert. Ja. Wir reden seit 50 Jahren über diese Themen, gerade jetzt auch Zulassungsbedingungen zum Priestertum und so weiter. Also aus meiner Sicht reichen 50 Jahre, man kann jetzt mal zum Punkt kommen. Ja, ich glaube, das wird nur da. Ja gut, einmal durch Öffentlichkeit, in Interviews oder auch in Gottes, in der Predigt oder so, dass die Leute merken, ja, wie der tickt, der da vorne steht. Gut, und sonst Ehrenamt, ja, dass man zeigt, jeder ist willkommen. Jeder kann mitmachen in der Gemeinde, wenn er oder sie will. Also die Hoffnung darf man nie aufgeben. Das ist ja, wenn man mich vor dem Fall der Mauer gefragt hätte, ob die Mauer fallen würde, hätte ich mit Sicherheit gesagt, das ist unwahrscheinlich. Also das ist auch Wirken des Heiligen Geistes. Ja, also
man darf Positionen vertreten, die unterschiedlich sind. Ja, ich bin sicherlich eher derjenige, der so der Kirche zugeneigt ist in deren Auffassung. Aber dazu gehört für mich auch zum Katholischsein auszuhalten und nicht nur auszuhalten, zu hören, was andere sagen. Weil es ganz schwierig ist, wenn man sich total verschließt, wenn neue Dinge aufbrechen. Ja, das ist das, was ich eben sagte, was mir in der Freizeit wichtig ist, dass ich theologische Dinge lesen kann. Im Moment habe ich da so ein Diskussionsbuch über Frauenpriestertum, was sehr schwierig zu lesen ist, muss ich ehrlich zugeben, wo dann die auch im synodalen Weg einige Argumente gebracht haben, versuchen, die herkömmlichen Argumente zu entkräften. Und das muss man hören, ja. Und die Entscheidung trifft sowieso dann der Papst mit der Gesamtkirche. Aber was ich mich bemühe, ist, die Argumentationen zu verfolgen. Wobei ich, wie gesagt, im Moment nicht sehe, dass da so schnell sich was ändern wird. Das glaube ich nicht. Also nochmal zum synodalen Weg. Also ich finde, bei dieser Geschichte, die wir jetzt da haben, die Bandbreite der Teilnehmenden ist sehr groß. Alle möglichen Gruppierungen sind da vertreten, auch Meinungen, theologische Meinungen auch. Und die Texte sind wirklich ausgereift. Also das finde ich schon mal gut. Und ein Text ist ja abgelehnt worden. Das war schon eine riesen Enttäuschung. Da habe ich gedacht, jetzt ist Schluss. Jetzt geht das hier nicht weiter mit dem synodalen Weg. Sag mal, ich habe noch eine kleine Hoffnung, dass das nicht umsonst ist. Vor allen Dingen auch jetzt im Rahmen hier von Rom, der synodale Weg, den der Papst ja auch eingeschlagen hat, der wird ja nochmal verlängert. Und ich hoffe, dass die deutsche Kirche, also die deutschen Bischöfe, auch das, was sie beim synodalen Weg machen, mit nach Rom. Er muss ein weites Herz haben, ja, und auf seine Leute, also auf die ganzen Leute zugehen können und auch nach vorne gehen wollen. Nicht nur gucken, was war früher so toll, sondern was ist heute dran für unsere Kirche und wie können wir demnächst gut als Christen leben, auch in einer kleineren Kirche. Muss das auch wollen. Für mich wären zwei Punkte oder zwei Eigenschaften wichtig. Frömmigkeit und Liebe zur Kirche. Und das zweite, Nähe zu den Menschen. Also ich wünschte mir einen Bischof, der die Verwaltung abgeben könnte an andere und dafür sonntags mit den Gemeinden zum Beispiel Messen feiern würde. Sodass die Leute und die Messdiener nicht nur vom Bild her den da kennen, sondern von persönlichen Ansehen. Und das wünschte ich mir auch von vielen, die in Paderborn tätig sind und Hauptaufgaben der Seelsorge haben, dass sie in den Gemeinden nicht nur um Paderborn, sondern vielleicht auch mal rausfahren, hier ins Sauerland, auch wenn es ein bisschen lange ist, die Fahrzeit, um überhaupt zu sehen, welche Probleme da sind. Ich bin nämlich wirklich, manchmal denke ich, da wird viel theoretisch besprochen, was wir vor Ort gar nicht so nachvollziehen können, weil es anders ist. Und diese Verbindung ist zwar ein altes Thema, aber das braucht auch nicht nur die Paderborner, generell Generalvikariate. Ich sag mal, wenn es auf das auf das Priesterliche geht, dann ist es natürlich immer mit Gottesdienst und Taufen, Beerdigung und so weiter erstmal verbunden, wo die Leute was von uns noch wollen, wo wir auch für sie da sind. Und das andere, was du ja auch sagtest, das Seelsorgliche, dass sie wissen, dass einer mit dem ich reden kann. Also ich denke immer an Spiritual Lachmann. Das Sein ist wichtiger als das Handeln. Und das Sein setzt das Handeln oder das Handeln setzt das Sein voraus. Als Priester hat man ein chronisch ständig schlechtes Gewissen, weil man immer noch weiß, was man noch tun könnte. Und sich bewusst zu machen, dass das Dasein wichtig ist, für die Leute auch, dass sie sehen, da ist jemand, den ich ansprechen kann. Nur ein Beispiel, in einem Pastoralverbund wurde ein Priester versetzt, ein Pastor. Als er versetzt wurde, wurde als Argument gebracht, jetzt haben wir niemanden mehr, der mittags betend über den Friedhof geht. Das heißt, dieser Priester hat tatsächlich jeden Tag
oder alle paar Tage am Friedhof gebetet. Und das haben die Leute gesehen. Und das war das, was sie vermissten. Oder würde ich Ihnen heute den Leuten sagen, ihr könnt doch selber auf den Friedhof gehen und beten. Ja, das ist richtig. Ja, aber also ich sag mal, dieses Priesterzentrierte, das ist vorbei, weil es kaum noch Priester gibt. Es ist ja nicht priesterzentriert, wenn ein Mensch, sagen wir mal, an das Priesterliche in der Kirche erinnert, dadurch, dass er da ist. Das Priesterzentrismus würde ich in dem Moment sehen, so wie ich das jetzt vor kurzem erlebt habe. Man will Leute zum Vorbeten haben und die sagen, ach nee, das können sie selbst machen. Ja, also da würde ich dann sagen, da ist es dann, ach, es reicht, wenn er es macht. Oder Anbetungen zu organisieren oder Gottesdienste, jetzt Weihnachten, wenn wir haben ja nicht überall Mess feiern, zu motivieren, weiterzumachen. Dann, wenn die Leute dann sagen, obwohl sie es könnten, ja, ach nee, das will ich nicht, das ist so. Dafür werden sie ja bezahlt, ja. Es gab mal eine Forderung aus einer der kleinen Gemeinden, so traf weder dich noch mich, aber einen anderen bei uns. Der Pastor lässt sich in unserem Dorf nie blicken. Der geht hier nie mal so rum. Siehst du? Ja. Tut mir leid, dafür sind wir nicht da. Ja, wir sind nicht dafür da, jetzt als Priester da irgendwo rumzulaufen. Natürlich, wenn ich einkaufen gehe und jemand mich anspricht, dann bin ich natürlich da. Aber dieses Kirche ist nur Priester, das ist auch vorbei. Also das müssen wir auch lernen. Kirche sind alle Christinnen und Christen. Wobei ich befürchte, an der Tatsache, dass jetzt viele Leute gehen ja sonntags nicht mehr zur Kirche nach Corona, auch Kommunionkinder nicht, so bleibt immer, wenn man von Kirche spricht, übrig der Pastor. Also nicht das Bewusstsein, wir gehören auch dazu, sondern wir kommen dazu und der da ist, das ist Kirche, das ist Pastor. Das verstärkt diese alte, ist genauso mit Weihwasser, ja? Ja. Also so die Vorstellung von magischen Zeichen, ja. Oder auch, da mache ich mich jetzt mit unbeliebt, das weiß ich, aber wenn ich mir manchmal im Fernsehen so Bischofsmessen ansehe und die alle ihren Hut tragen, ist das für Außenstehende schon etwas sehr gewöhnungsbedürftig. Und da frage ich mich, ob manche Zeichen, die wir heute in der Kirche haben, nicht nüchterner sein müssten, vielleicht auch demütiger. Ja, das gefällt mir, wie gesagt, wieder an Franziskus, der mal gesagt haben soll nach seiner Wahl, jetzt ist Schluss mit dem Zirkus oder so. Sag mal, wir haben nochmal, beim Konzil wurde ja das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen betont, also dass jeder Christ einen Auftrag hat. Ja? Und das, glaube ich, ist bis heute noch sehr schwach ausgebildet, das Bewusstsein bei den einzelnen Getauften. Wir haben auch Rechte und Pflichten. Wir dürfen diese Gemeinschaft gestalten oder können und sollen sie gestalten, selber aktiv zu werden, ohne zu warten, dass ein Priester sagt, du darfst das jetzt. Sondern nein, ich kann das jetzt schon. Da wäre mir wichtig, dass auch in der kirchlichen Sprache das Wort Laien gestrichen wird, sondern von Getauften gesprochen wird. Weil auch wenn man von Laios, also Volk und so weiter, aber für die Leute bedeutet Laien die Dummen, die das sonst nicht können. Ja, ich bin Laie im Handwerk, weil ich es nicht kann. Und da muss Kirche eine andere Sichtweise bekommen. Es wird zwar immer viel geredet, auch von offizieller Stelle. Ja, wir sind alle Kirche, aber wenn es drauf ankommt, entscheiden wir. Ja, mich hat das damals mal richtig gefuchst. Da ging es um die Aufteilung der Pfarreien. Welche Pfarreien sollen zusammenarbeiten? Dann haben sich alle ganz viele Gedanken gemacht. Und dann kam hinterher aus der Schublade der Plan, wie die ganze Sache laufen soll. Und das hat mich dann doch damals sehr geärgert, ja, weil schon vorher klar war, nicht das, sondern ich hasse Scheinbeteiligung. Also für mich, ich sag mal, so drei Sätze Jesu, einmal, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, irgendwie Gemeinschaft zu erfahren als Christen, Gemeinschaft im Glauben, ja, unterschiedlichste Art. Das zweite ist, tut dies zu meinem Gedächtnis, das heißt, Gottesdienst, Messe, Eucharistie, Brot teilen, das Brot im Namen Jesu, dass das dazugehört. Und das dritte,
liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Also schlicht und einfach Mitmenschlichkeit und Liebe weitergeben. Das sind so drei Punkte, die ich sehr wichtig finde. Oder dann noch mal, Priminspruch ist ja auch immer so ein beliebtes Wort, eine Entscheidungssituation, wo Jesus dann die Jünger vor die Entscheidung fällt, wollt ihr noch mitgehen oder nicht? Und dann sagt Petrus, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Also, dass ich bei Jesus etwas finde, was mich weiterbringt. Also, für mich ist auch mein Primizspruch, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe, aus der Gründonnerstagsmesse. Und Christus will ich erkennen und die Gemeinschaft mit seinem Leiden, sein Tod soll mich prägen. Und die Überschrift über allem, Gott ist die Liebe. Und umgesetzt finde ich das für mich in dem Satz, jeder Mensch hat das Recht, um seiner selbst willen geliebt zu werden. Also es gibt ja manchmal im Christentum so dieses Bild, also was du dem Nächsten tust, tust du Jesus und alle Nächstenliebe wird dann getan, weil Jesus das gesagt hat. Nein, Jesus will, dass wir die Menschen so lieben, wie sie sind. Und das ist ein Blick, der natürlich auch bei einem selbst dann sagt, also du darfst so sein, wie du bist. Ja. Also alle, die in der Pflege arbeiten oder in so einem Krankenhaus arbeiten, vor denen habe ich höchsten Respekt. Oder Leute, die den ganzen Tag in so einem Supermarkt auch stehen und mit tausend von Leuten ständig Kontakt haben und das machen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also die direkt so da Dienste tun, vor denen habe ich ganz großen Respekt. Natürlich eine lange Liste, aber ich habe für mich so als erstes fiel mir die Alleinerziehenden ein, die also erlebt haben, dass sie Brüche in ihr Leben gekommen sind, die nicht geplant waren und jetzt alleine alles gestalten müssen, diese Doppelaufgaben, Beruf, Familie. Also da muss ich sagen, ziehe ich einen Hut vor. Und was du sagst, Georg, könnte ich alles mit unterschreiben. Und Menschen, also da habe ich hohe Achtung vor, die nicht aufgeben, die trotz, dass sie am Boden liegen, noch den Mut finden, weiterzumachen. Und in jedem Kommunionunterricht, den ich habe, sage ich den Kindern immer, ihr dürft an allem zweifeln, nur nicht daran, dass Gott es jemals mit euch aufgibt. Ein Christ hat keinen Grund, jemals aufzugeben. Und das sage auch ich mir, wenn diese Stunden kommen, in denen man am liebsten nicht mehr will. Ja, also jetzt nicht umbringen, sondern den Brocken schmeißen möchte. Ja. Also ich habe nicht mehr 10 Jahre im aktiven Dienst. Das könnte auch privat sein. Ach so, ja gut, okay. Dann wäre das erstmal die nächsten 6,5 Jahre hier so zu gestalten, dass wenn einer diesen pastoralen Raum als Pfarrer übernimmt, das so ist, dass man das schaffen kann. Das wäre so ein Punkt, also das so zu gestalten. Dann die Gemeinden zu ermutigen, also die Gemeindemitglieder, die aktiv sind, selber für ihre Gemeinde irgendwie aktiv zu werden, etwas zu tun, da weiter zu motivieren. Und das Dritte wäre dann eben den Absprung zu schaffen in die Pensionszeit. Und dann zu gucken, wie sieht dann mein Leben aus. Was mir einfiel, ist, als ich hier hinkam, hat mich das Personalbüro, oder wie man das nennt, darauf hingewiesen, dass die Zeit abläuft und man sich Gedanken machen muss, wo man hinkommt. Und das ist etwas, was mich so schon die ganze Zeit begleitet. Wie wird das in der Zukunft aussehen? Das ist so eins, wie du das auch sagst. Das andere ist, ja, dass ich möglichst gesund bleibe und meinen Dienst weiter tun kann. Ja, und dann irgendwann hoffe ich, dass der liebe Gott im Himmel mich aufnimmt. Ende des Krieges. Ja. Also nicht nur Ukraine, auch woanders natürlich, aber das endlich auf. Ja. Das würde ich genauso. Keine vollen Kirchen, aber Ende des Krieges. Volle Kirchen wären mir da ganz egal. Hauptsache Ende des Krieges.